das Fernlernen hat uns ja gezeigt, und das wird auch immer wieder betont, dass die Schere, die ja sowieso schon da ist, einfach noch weiter aufgeht. Oder? Und dann fragt man sich, was ist diese Schere? Was misst man? Was schaut man eigentlich an? Und da kommen wir sehr schnell dann auch zu den konkreten schulischen Leistungen, oder? Wie gut performt jemand dann bei einer Prüfung, die gemacht wird, oder? Und ich glaube, das Fernlernen hat ein großes Potenzial. Es hat zum einen uns die Möglichkeit gegeben und vor allem auch den Kindern, das zu lernen, was sie wirklich wollen. Sie haben mehr Zeit bekommen, auch zu Hause. Und dann ist für mich Lernen durchaus auch, wenn ein Kind im Haushalt hilft oder wenn es zum Beispiel etwas kocht oder so. Dann sind so viele Inhalte sind da drin, die gelernt werden. Ja. Und diese Zeit hatten die Kinder definitiv mehr. Und sie hatten auch die Möglichkeit, sich selber die Inhalte, wenn dann die Aufgabenstellungen offen waren, der Lehrperson, sich diese Inhalte eben einzuteilen. Und dann kommen wir zur Frage, oder? Okay, gut, und was ist mit der Leistung? Und da habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht Leistungen auch neu definieren sollten, oder? Dass wir Kompetenzen neu betrachten sollten. Und da habe ich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe beispielsweise im Matura-Jahr dann im Englisch hatte ich eine 4,5 im Zeugnis. Das heißt eigentlich so knapp genügend, so vielleicht Richtung gut. Konnte aber fließend Englisch sprechen, oder? Und ich habe dann zwei Jahre später bin ich nach Amerika gegangen, habe dort das Proficiency gemacht und am Anfang hatte ich nur so 2-3% Scores. Bin aber innerhalb von einem bis zwei Monaten dann auf über 90% gekommen. Und umgekehrt könnte man sagen, habe ich zwei Kinder, die haben Migrationshintergrund in einer Deutschklasse und die haben kürzlich die beste Note erzielt, also eine 6, oder? Könnten aber vermutlich dann, wenn es darum geht, die Sprache anzuwenden, hätten sie mehr Schwierigkeiten als jemand, der natürlich in der Sprache auch aufgewachsen ist. Und ich glaube, das zeigt uns relativ klar, dass diese Leistungen, die erbracht werden, in Prüfungssituationen ziemlich relativ sind. Und ich wünsche mir mehr Vertrauen, oder? Dass wir das mitnehmen und sagen, hey, wir haben die ganze Welt, sie liegt uns zu Füßen, sie ist im Internet verfügbar und jetzt lernen wir doch das, was uns wirklich Spaß macht, auch, was wir Lust darauf haben, wo wir spüren, dass unser Potenzial ist. Und die Fernlernsituation hat das mehr ermöglicht. Eine sehr schwierige Frage, oder? Also ich habe da zum Teil das Gefühl, auch unser Schulsystem wird zum Teil Opfer seiner eigenen Monopolstruktur, dass einfach die Familien eigentlich gar keine Wahl haben, wo geht mein Kind zur Schule, sondern sie werden einfach zugeteilt. Man ist dann bei einer Lehrperson und dann gefällt es einem entweder oder es gefällt einem nicht, oder? Und das fällt dann natürlich schwer für die Lehrperson, insbesondere weil sie auch, es gibt ein großes Machtgefälle innerhalb der Chancenzuteilung oder eben Nicht-Chancenzuteilung. Ich als Kind bin eigentlich ausgeliefert und auch als Eltern, dass diese Person, die Verantwortung quasi hat über den Lernerfolg meines Kindes, dann auch die entsprechende Einteilung macht, sodass mein Kind das machen kann, was es glücklich macht, oder? Und ich glaube, da sitzen natürlich sehr fest auch die Bilder, eben dieser Leistungsstruktur, wie wir sie alle selber erlebt haben. Wir haben alle das Schulsystem mindestens 9 Jahre lang erlebt. Und das macht uns eigentlich sozusagen zu Bildungsexperten, oder? Deswegen wollen auch alle mitreden. Und dann bringt man so seine Erfahrungen ein. Und dann immer, wenn eine Lehrperson dann vielleicht etwas anders macht, als man das selber gekannt hat, dann kommt sofort die Kritik, oder? Weil dort kann man dann sagen, das ist jetzt nicht mehr normal, das kritisiere ich jetzt. Und das blockiert dann viele Leute darin, wirklich etwas zu verändern. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist in Bildungsinnovation, sind die Individuen, also wir sind das System, oder? Je mehr Leute auch einfach sagen, hey, ich habe Gewisses erkannt und ich möchte gewisse Änderungen in meinen Unterricht, in die Schule hineinbringen, desto mehr verändert sich etwas. Und das braucht natürlich insbesondere auch Leute in der Führungsspitze der Bildung. Damit meine ich durchaus auch Schulleiter und Schulleiterinnen, die eben ganz bewusst Raum geben, auch, dass jemand etwas anderes machen kann. Und das auch anerkennen, dass das Team auch merkt, hey, das
kann man machen, ohne dass wir jetzt gerade quasi ja, aus dem Konzept fallen, abgeschossen werden sozusagen in dieser Teamkultur. Und ich glaube, wenn das dann viele machen, dann haben wir sehr viel Spielraum auch in der Schule. Weil der Lehrplan 21, der ermöglicht das eigentlich, der sagt ja jetzt, okay, wir haben 2.500 Kompetenzstufen, die muss man nicht alle erreichen, sondern einfach den Grundanspruch. Und die werden aber auf 3 Zyklen werden die aufgeteilt. Und das wird eigentlich viel mehr dem kindlichen Lernen auch gerecht. Weil vielleicht bin ich nicht in der dritten Klasse bereit, einen gewissen Inhalt zu lernen. Vielleicht verstehe ich dann den Zahlenraum noch nicht so ganz, habe Mühe beim Zehnerübergang oder so. Aber in der fünften Klasse, wenn ich auf einmal merke, auch das hat etwas mit meinem Leben zu tun, es haben sich immer wieder Aufgabenstellungen auch präsentiert, wo ich das können musste, macht's Klick und dann ist es drin. Und das braucht vor allem auch Vertrauen, weil wenn wir wieder zurückgehen auf diese 2.500 Kompetenzstufen, dann ist es praktisch unmöglich für eine Lehrperson, das zu überblicken. Das kann man nicht. Wenn man zu sich selber ehrlich ist, geht das nicht. Und das führt leider dann auch wieder dazu, dass dann viele sagen, okay, ich habe diese Verantwortung oder diese scheinbare Verantwortung, weil ich kann ja niemanden quasi zwingen, etwas zu lernen. Das kann das Kind nur selber entscheiden. Aber um diese Verantwortung wahrzunehmen, mache ich linearen Unterricht, oder? Weil dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es durchgenommen. Ich bin nicht schuld, wenn das Kind das nicht kann. Und ich glaube, da braucht es vor allem auch Mut zu sagen, hey, ja, ich kann es nicht, ich kann das wirklich nicht und ich mache jetzt auf. Und dann auch Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass diese Kulturkompetenzen, gerade weil sie so wichtig sind, letztendlich eben auch beim Kind ankommen, oder? Und ich glaube, wenn man das dann aufmacht und Räume bietet, wo Kinder Erfahrungen sammeln können, dann begleitet, oder? Auf einer gleichwürdigen Ebene. Wir wahren die Würde der Kinder. Wir zwingen sie nicht, etwas zu tun, das sie jetzt nicht wollen. Dann haben wir das Potenzial, dass wir ganz, ganz viele kreative, kritisch denkende Menschen kriegen, die fähig sind, die Probleme zu lösen, die wir momentan in unserer Gesellschaft haben. Also zusammen mit meiner Frau gründe ich derzeit das Lernhaus Sole. Da ist so quasi unsere Vision drin, wo wir das Gefühl haben, da könnte es hingehen. Natürlich auch völlig ohne Perfektionsanspruch. Wir orientieren uns da an verschiedenen Konzepten. Also ich meine, wenn man die Pädagogik von Maria Montessori anschaut, die hat schon sehr, sehr viel mit drin. Wenn ich auch sehr gut mag, das ist Dr. Peter Grace, ein Amerikaner, der hat diese 6 Grundsätze für gelingendes Lernen, hat er aufgelistet. Und er sagt, eigentlich braucht es, um selbst gesteuert intrinsisch lernen zu können, sein Potenzial zu entfalten, 6 Voraussetzungen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir die alle gerade noch einfallen in diesem Moment, aber ich versuche es mal. Das wäre zum einen die komplette Altersdurchmischung, weil Kinder lernen hauptsächlich auch von anderen Kindern. Wir als Erwachsene sind zum Teil schon viel zu weit weg von den Lebenswelten. Deswegen müsste ja, vielleicht ein Primarschüler auch schon mit einem Sekundarschüler an etwas zusammenarbeiten können. Es braucht das klare Verständnis, dass die Verantwortung für das individuelle Lernen nur beim Individuum sein kann und eben nicht beim Lehrenden. Klar haben wir die Verantwortung, Felder anzubieten, wo man möglichst viel sich reiben kann an verschiedenen Themen, dass Kompetenz entsteht. Aber wir können nicht Rechenschaft dafür ablegen, dass du jetzt genau diesen Lernschritt gemacht hast. Das kann jeder nur selber, oder? Und wenn man dieses Vertrauen hat und dem Kind wieder zurückgibt, dann kann es eben auch selbstgesteuert lernen. Und das braucht dann eben im Endeffekt auch Erwachsene, die Helfer sind und keine Bewerter, die jetzt immer sagen, ja, das hast du jetzt gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht. Klar braucht es eine Messung. Ich kann nicht jemandem sagen, das hast du jetzt gut gemacht, wenn es nicht gut war. Das wollen die Kinder so auch nicht hören. Die wollen die Wahrheit, oder? Aber wenn ich immer gemessen werde und immer mit einer Norm verglichen werde, dann führt das eben oftmals dazu, dass man dann auch vielleicht, wenn man viele negative Erfahrungen gemacht hat, Angst hat, sich mit einem Fachbereich auseinanderzusetzen. Ja, und dann braucht es so ein soziokratisch organisiertes Umfeld, oder? Dass man eben auch,
mit Einfluss nehmen kann auf was da außen passiert und es braucht. Da waren noch zwei Dinge. Ja, die Möglichkeiten mit den Tools der Kultur, den Werkzeugen der Kultur zu spielen. Oder das sind heute, also früher waren das Pfeil und Bogen, oder? Das musste man können, man musste jagen können, um zu überleben. Heute sind das durchaus auch die MINT-Kompetenzen, oder? Und IT, sich diese Möglichkeiten zugänglich zu machen, im Internet auch zu suchen, dass man diese Geräte wirklich auch nutzen lernt, oder? Und der sechste Punkt wäre, das sind die unlimitierten Möglichkeiten zu spielen und sein Umfeld zu erkunden, oder? Weil diese Glocke, 45 Minuten, ding, das passt nicht, das entspricht nicht dem Fluss des Lebens. Ich habe so viele Kinder, die sind dann noch an etwas dran, die sagen, ich will jetzt drinbleiben in der Pause. Und dann sage ich, ja klar. Und dann einen Moment später merken sie, aber jetzt bin ich müde, ich mag nicht mehr, kann ich Fußball spielen gehen draußen? Sage ich auch, ja klar, du weißt, was du brauchst für dich jetzt. Und diese Verantwortung zurückzugeben, und wirklich zurückzugeben, das braucht sehr viel Mut, und da muss man immer wieder hinschauen. Manchmal tendiere ich wieder dazu, zu sehr zu kontrollieren und dann merke ich störe den Lernprozess. Und wenn man das jetzt noch weiterzieht, wenn man diese Grundsätze integriert, dann könnte man sagen, ja gut, dann braucht es halt verschiedene Lernräume, oder? Ich habe mal einen Artikel geschrieben, unsere Umwelt, die erste Pädagogin. Das sind eigentlich die Herausforderungen des Lebens. Und ich glaube, man sollte eine Schule möglichst so abbilden, wie sie dann eben halt auch natürlich ist, wie sie den Herausforderungen entspricht. Und ich glaube, da könnte man zum Beispiel ganz, ganz viele Kompetenzen, könnte man in einem Makerspace erwerben, oder? Dass man wirklich sein eigenes Produkt kreiert. Man merkt, oh, meine Quadrilla-Kugelbahn, die Kugeln, die gehen immer unten raus, oder? Ich brauche einen Kugelfänger und dann macht man den halt mit Tinker CAD oder so, oder? Und dann kommen verschiedene Kinder zusammen und dann merken sie, ah, da gibt es sowas wie einen Maßstab, ist nicht ganz gleich, oder? Und jetzt muss ich schauen, dass das hineinpasst und so. Und dann kreieren sie das und dann werden sie eben zum Prosumer, also Produzent und Konsument gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, so das neue Paradigma, das wir auch in der Wirtschaft haben werden, oder? Dass wir unsere eigenen Nischenlösungen kreieren. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Schule mehr mit der Wirtschaft verfließen sollte. Nicht so als abgekapseltes System da zu sein, wo man einfach durchgeht und dann hat man irgendwann sein Zeugnis und dann bewirbt man sich, sondern dass die Firmen und die Kinder und Jugendlichen bereits auch schon früh zusammenkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt wie einen Lerncampus, oder? Wo es verschiedene Bereiche gibt. Da gibt es Bereiche, die mehr Kindergärtner ansprechen, die vielleicht solche Schleichtiere haben, mit denen man spielen kann, oder ein Theaterzimmer mit Rollenspielen und so weiter. Und die Kinder üben dann diese soziale Interaktion und auch in Rollen zu schlüpfen. Und da gibt es mehr so Werkstätten für Kleine, oder wo man mit Laubsäge etwas machen kann, bis hin zu dann für Größere mit Bandsäge und Co., mit Lasercutter. Alles, was es halt so braucht, um produktiv zu werden. Und auch Räume für Biologie mit Experimenten, mit Chemie und Leute, die wirklich Experten sind, auch auf ihrem Gebiet und da unterstützen können. Und dass ein Kind dann vielleicht da hineingeht und sich seine Bezugsperson durchaus auch aussuchen darf. Wer ist da, mit wem möchte ich diesen Lernweg beschreiten? Durchaus auch diese Person wechseln darf. Dass es trotzdem vielleicht sowas gibt wie Rituale, ein gemeinsames Ankommen, das den Kleineren Sicherheit gibt. Vielleicht kann sich das später auflösen, aber auch mit der Flexibilität, dass man kommen darf, wann man will, wie es zum eigenen biologischen Rhythmus passt. Und ja, und wo dann eben auch Firmen beispielsweise sind, die echte Probleme lösen und schon von der jugendlichen Kreativität profitieren können. Die kommen hinein und die lösen zusammen schon tatsächliche Probleme und werden wirksam, selbst wirksam in der Welt und spüren bereits, dahin könnte es gehen, oder? Und ich glaube, wenn wir es schaffen, so ein Lernfeld zu kreieren, dann haben wir unglaublich viel geschafft.